Nathalie Osterhoff, geboren 9. Januar 1990 in Köln, wohnhaft in Köln, ledig Schülerin. Die Angeklagte schlich sich am Donnerstag, den 15. März 2007, während der Schulpause zwischen 9.50 Uhr und 10 Uhr unbemerkt in den Chemiesaal des Martinus-Gymnasiums in Köln. Dort hatte unmittelbar zuvor der Chemielehrer Jens Osterhoff, der Onkel der Angeklagten, einen Versuch vorbereitet, den er, wie die Angeklagte wusste, nach der Pause vorführen wollte. Die Angeklagte vertauschte ein bereitgestelltes Eisenpulverfläschchen mit einem Gefäß, das sie zuvor mit Magnesiumpulver gefüllt hatte. Als Jens Osterhoff kurz darauf in der Chemiestunde seinen Versuch vorführen wollte, kam es zu einer heftigen Explosion. Jens Osterhoff erlitt dabei Verbrennungen zweiten Grades sowie Schnittwunden im Gesicht und an beiden Händen. Die Angeklagte wollte damit ihren Onkel dafür büßen lassen, dass er ihrer Meinung nach den Tod ihres Vaters zu verantworten hatte und ihr Erbe verprasste. Die Angeklagte wird somit des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion in mittelbarer Täterschaft in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung beschuldigt, strafbar gemäß Paragraphen 308, 1 und 2. Nathalie, die Anklage haben Sie nun gehört. Es steht Ihnen frei, ob Sie hierzu äußern wollen. Wollen Sie das? Ja. Also, was sagen Sie dazu, Nathalie? Ich habe erst vor kurzem meinen Vater verloren. Ich habe nur noch meinen Onkel. Da würde ich nie auf die Idee kommen, ihm irgendetwas anzutun. Was ist mit Ihrer Mutter? Die lebt auch nicht mehr. Nein, die ist bei meiner Geburt gestorben. Nun spielt ja der Tod Ihres Vaters auch in der Anklage eine Rolle. Vielleicht für Sie nicht so schön und nicht so einfach, aber wollen Sie uns erzählen, wann und wie Ihr Vater verstorben ist? Also im letzten Frühjahr sind mein Onkel und mein Vater zusammen nach Mallorca gefahren. Und dann sind die mit dem Motorboot aufs Wasser raus. Und dann ist mein Vater schwimmen gegangen, was er eigentlich immer ganz gerne getan hat. Aber dann hat er irgendwie einen Krampf bekommen. Ich habe den Untersuchungsbericht der spanischen Behörden. Hier aus dem geht hervor, dass Ihr Vater wohl an der Stelle ins Meer gegangen ist, an der die Strömung sehr stark ist. Ich habe noch nicht einmal ein Grab, an das ich gehen kann, weil man seine Leiche nicht mehr gefunden hat. Wissen Sie, was Ihr Onkel auf dem Boot unternommen hat, um Ihrem Vater zu helfen? In dem Bericht stand drin, dass er alles getan hat, was er konnte. Aber er hat es wohl nicht mehr geschafft, ihm zu helfen. Glauben Sie diesen Bericht? Ja. Ja, aber Ihrem Onkel geben Sie trotzdem die Schuld an dem Tod Ihres Vaters. Ich gebe ihm nicht die Schuld, das stimmt nicht. Es gibt genug Zeugen, die sagen, nach dem Tod Ihres Vaters ging es nur nach unten. Ständig Streit mit dem Onkel. Ja, wir haben auch oft Stress, aber nicht wegen dem Tod meines Vaters. Wieso haben Sie denn dann Stress mit Ihrem Onkel? Ja, nachdem mein Vater gestorben ist, ist mein Onkel mein Erziehungsberechtigter geworden und zu mir gezogen. Aber anstatt sich um mich zu kümmern, hat er sich nur an meine beste Freundin Sabine rangemacht. Mhm. Und das stört Sie offensichtlich? Natürlich stört mich das. Die beiden, die turteln die ganze Zeit vor meinen Augen rum. Jetzt sind sie sogar zusammen. Und ich bin ständig nur das fünfte Rad am Wagen. Na gut, das mag ein weiterer Grund sein, warum Sie Ihren Onkel bestraft haben. Dass Sie ihn bestraft haben, da gehe ich aufgrund der Anklage von aus. Hab ich aber nicht. Ich weiß auch gar nicht, was es hier alles soll. Ich werde angeklagt, weil ich angeblich irgendwas vertauscht habe. Dabei war ich gar nicht an der Schule in der Pause. Sie hatten gar keine Zeit. Erzählen Sie doch mal, wo Sie waren zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr, also in der großen Pause. Ich war im Park neben der Schule. Darf man, glaube ich, nicht, oder? Die Schule Nein, verlassen ist in der Pause. Ja, und warum waren Sie dort? Ja, weil ich habe eine Stunde zuvor in Mathe 0 Punkte rausgekriegt und war einfach total fertig. Ich wollte einfach meine Ruhe haben. Und die Mitschülerin zum Trösten war nicht dabei? Nein. Ich habe die Klausur einfach mal mitgebracht, 0 Punkte eindeutig zu sehen. Ne? Ja. Ja, Sie können vielleicht einmal dem Herrn Staatsanwalt sagen, wieso meine Noten steht. Sie haben sich ja schließlich mit den Lehrern unterhalten. Ja, wenn ich darf, Herr Vorsitzender. Ja, bitte, Frau Lohr. Ja, also Fakt ist, und das weiß ich auch aus den ganzen Gesprächen, die ich geführt habe, dass Nathalies Leben nach dem Tod ihres Vaters komplett aus dem Fugen geraten ist. Und das zeigt sich auch in ihren Noten. Die sind alle drastisch gesunken. Ja, und einfach, weil ich keinen Bock hatte, sitzen zu bleiben, wollte ich einfach meine Ruhe haben und dann bin ich halt in den Park gegangen. Ja, nur dass sie eben allein da war. Hat Ihr Onkel denn sonst irgendwelche Probleme an der Schule mit anderen Schülern zum Beispiel? Oder vielleicht mit konkreten Schülern? Ja, also ein sehr strenger Lehrer verlangt von allen Schülern, dass sie immer richtig mitmachen. Ja, gab es denn konkret mit ganz bestimmten Schülern Ärger? Mit Michael Kaiser. Ja, der ist im Moment aber noch in der Verhandlung. Kann ich ihm was ausrichten? Gut, dann probieren Sie es später noch einmal. Auf Wiederhören. Der Killerwolf 87 ist Michael Kaiser und er will jetzt unsere Schule stürmen und alle Lehrer und Schüler platt machen. Das wissen wir noch gar nicht so genau, Babsi. Entschuldigung, haben Sie hier Internet? Ja schon, aber warum wollt ihr das wissen? Weil ich ein ganz komisches Gefühl habe. Wenn wir jetzt hier nichts unternehmen, dann wird was ganz Schreckliches an unserer Schule passieren. Jetzt mal ganz ruhig und noch mal ganz von vorne. Was wird an eurer Schule passieren? Der Killerwolf 87 will unsere Schule stürmen und alle Schüler und Lehrer platt machen. Der Killerwolf 87? Ja, Michael Kaiser, ein Mitschüler von uns. Der nennt sich im Internet der Killerwolf 87. Und das haben wir gerade durch ihr Zufall rausgefunden. Ja, und wie? Ein Schmierzettel aus seinem Chemiebuch. Das hat er vergessen. Ja, und wie kommt ihr jetzt an den Zettel? Das ist ein Buch aus der Schulbibliothek. Das habe ich mir gerade ausgeliehen.
Ja, wir wissen ganz genau, dass der Michael Kaiser das Buch vor Babsi ausgeliehen hatte. Und außerdem die Schrift, die erkenne ich ganz genau für Michael. Ja, also gut, hier steht Hass und der Killerwolf 87 macht euch alle platt. Aber ich verstehe immer noch nicht, warum ihr solche Angst habt. Weil ich neulich in so einem Forum war für Schülerstreich und so. Eigentlich harmlos, aber dieser Killerwolf 87 hat sich da auch eingetragen. Ja, und er hat in dem Forum geschrieben, dass er eure Schule stürmen will. Ja, aber bis gerade wussten wir nicht, dass er auf unserer Schule ist. Ja, und warum geht ihr jetzt nicht sofort zur Polizei? Ich kann auch die Beamten anrufen. Geht nicht, ich muss hier bleiben. Ich muss gleich noch als Zeugin aussagen. Und außerdem wollen wir das mal ganz genau überprüfen, bevor wir hier so einen Wind machen. Alles klar, dann suchen wir jetzt im Internet dieses Forum und schauen noch mal ganz genau nach, was dieser Killerwolf da schreibt. Und dann überlegen wir uns, was wir weiter tun, okay? Okay. Okay. Wie hieß das Forum? Ich weiß nicht mehr, wir müssen suchen. Alles klar, dann mal los. Es ging um Schülerstreiche, habt ihr gesagt? Also der Michael war schon immer suspekt. Der Michael Kaiser ist total unauffällig, ein total schüchterner Typ. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, dass der meinen Onkel in die Luft jagen würde. Das ist eher die Masche von dieser Karin. Das ist die Karin Spörling, die ja. Sekretärin an der Martinus-Gymnasium. Ja. Die ist total durchgeknallt. Das ist eine durchgeknallte Ex-Freundin von meinem Onkel und der würde ich das sofort zutrauen. Und was hätte sie für einen Grund dafür gehabt? Ja, die hat die ganze Sache noch mehr gestunken, dass mein Onkel jetzt mit Sabine zusammen ist. Aber können Sie auch einfach meinen Onkel selber fragen. Machen wir schon, keine Angst. Aber erstmal sind wir gerade bei Ihnen. Gibt es denn noch Fragen? Keine. Keine ja. Fragen, nein. Keine Fragen sind, dann nehmen Sie da drüben Platz. Und dann fragen wir Ihren Onkel. Jens Osterhof, bitte schön. Wir treten in die Beweisaufnahme ein. Wie geht's dir denn? Kommst du klar im Heim, Nathalie? Als wenn dich das interessieren würde. Ich mache mir wirklich Sorgen um dich. Das hättest du vorher überlegen müssen, bevor du mich hier beschuldigst. Aber nehmen Sie einfach mal Platz. Lassen Sie uns doch zuerst mal über Sie sprechen, oder? Ja. Sie sollen ja als Zeuge aussagen. Sie wissen, dass Sie als Zeuge natürlich die Wahrheit sagen müssen, sonst würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Jens Osterhof, Sie sind 33 Jahre alt, Sie wohnen in Köln, Sie sind ledig, Sie sind Chemielehrer, Studienrat. Und Sie sind der Onkel der Angeklagten und als Onkel haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Sie können frei entscheiden, ob Sie hier überhaupt aussagen wollen. Wollen Sie aussagen? Ja. Gut. Es geht heute um die Narben und Brandwunden, die man ja nach wie vor leider in Ihrem Gesicht erkennen kann und die von der Explosion im Chemieunterricht herrühren. Ja, die werden wohl noch ein bisschen schwächer werden, aber ganz werde ich nicht mehr losbekommen. So steht das leider auch im ärztlichen Gutachten, das ich hier habe. Das kommt hier mit zur Verlesung. Der Patient Jens Osterhof wurde mit Verbrennungen zweiten Grades in der kompletten linken Gesichtshälfte an Hals sowie an beiden dorsalen Handseiten, also am Handrücken, vom Notarzt eingeliefert. Im Rahmen eines Unfalls erlitt der Patient zusätzlich diverse Schnittwunden im Gesicht, an Hals und Händen, die durch umherfliegende Glassplitter verursacht wurden. Trotz der umgehenden chirurgischen Versorgung mit Spülung der Wunden und Entfernen der Glassplitter muss mit einer Sekundärheilung im Sinne von ausgiebiger Narbenbildung gerechnet werden. Diagnosen Verbrennungen zweiten Grades. Wie kam es denn dazu? Können Sie uns das erzählen? Ja, das war an einem Donnerstagmorgen. Donnerstags habe ich immer nach der großen Pause eine Doppelstunde im Chemie-Grundkurs bei uns im Martinus-Gymnasium. Sie wollten ja in dieser Stunde einen Versuch über die Reaktion von Metallen und Schwefeln vorführen. Mhm. Hatten Sie denn speziell diesen Versuch im Vorfeld schon angekündigt? Ja, am Montag zuvor schon. Ich habe sogar den zweiten Chemie-Grundkurs dazu eingeladen, weil so ein Versuch kommt bei den Schülern ja immer gut an. Mit den Vorbereitungen für den Versuch, wann haben Sie da begonnen? Gleich zu Beginn der großen Pause, also um 9.30 Uhr. Ich hatte ja noch einiges aufzubauen. Ne? Und welche Substanzen haben Sie für den Versuch da bereitgestellt? Eisenpulver und Schwefel, das erzeugt eine kontrollierte Verpuffung. Haben Sie dann die fertige Versuchsanordnung irgendwann noch mal aus den Augen gelassen? Ja, ich bin in der großen Pause aus dem Chemiesaal gelockt worden. Was heißt gelockt worden? Wie denn? Das kann ich vielleicht kurz mal an der Skizze erklären. Ja. Also das ist ein Grundriss vom ersten Obergeschoss unserer Schule. Und hier ist der Chemiesaal, in dem ich gerade gewesen bin. Und hier zeigt halt eine Fensterfront genau auf den Lehrerparkplatz. Und ich habe rausgeguckt, weil die Alarmanlage in meinem Auto anging. Und was haben Sie da gesehen? Ja, dass offensichtlich irgendjemand Eier auf mein Auto geschmissen hat. Und haben Sie auch gesehen, wer die Eier auf Ihr Auto geschmissen hat? Nein, der Täter war schon weg. Ich dachte natürlich sofort an einen dummen Schülerstreich und bin dafür ja aus dem Chemiesaal rausgelaufen. Aber ich wollte halt noch nachsehen, ob die Bengel noch zu schnappen kann. Haben Sie ja den Chemiesaal hinter sich abgeschlossen? Nein, das muss ich ja gar nicht, weil wir haben eine Tür, die automatisch ins Schloss fällt und sich von außen nur mit dem Schlüssel öffnen lässt. Ja gut, das heißt aber, Sie können sich gern setzen, dass Sie also hier diesen Weg also gelaufen sind und nicht sehen konnten, wer und ob sich überhaupt jemand hinter dieser Säule versteckt halten würde. Ja, das wäre ja hinter meinem Rücken gewesen. Hinter dieser Säule war aber die Angeklagte. Und dann konnte die Angeklagte ganz schnell hinter der Säule hervorkommen, einen Fuß in die Tür bekommen und so rein in den Saal und dann das Pulver einfach vertauschen. Wer die Onkel mit dem Auto beschäftigt war. Nathalie, hör auf.
Du machst es doch noch schlimmer, wenn du alles abstreitest. Du wolltest mich büßen lassen, darum hast du das auch gemacht. Und jetzt ist die Frage, büßen lassen? Wofür? Warum? Also wegen Peter, also Nathalies Vater. Ich glaube, sie gibt mir die Schuld daran, was auf Mallorca passiert ist. Nein, das stimmt nicht. Nathalie, bitte. Ich hätte geholfen, wenn ich irgendwas machen konnte. Ja, ich weiß, sie haben sich ja nach dem Tod ihres Bruders dann sofort bereit erklärt, ihre Nichte Nathalie bei sich aufzunehmen. Erziehungsberechtigter auch sind sie geworden, damit sie nicht ins Heim muss. Das war ganz selbstverständlich. Ich habe in Minden sofort meine Zelte abgebrochen und bin zu Nathalie nach Köln gezogen, also ins Haus meines Bruders. Zum Glück konnte ich auch schnell ans dortige Gymnasium wechseln. Und wie hat die Nathalie das aufgenommen? Am Anfang sehr gut. Aber so nach einer gewissen Zeit war das Verhältnis irgendwie vergiftet. Sie wurde immer zurückweisend und hat am Ende kaum noch mit mir gesprochen. Gab es da einen konkreten Auslöser, Anlass oder können Sie es an einem bestimmten Zeitpunkt festmachen? Ja, das war in etwa zu derselben Zeit, als ich meine neue Freundin Sabine kennengelernt habe. Also im November letzten Jahres in etwa. Ja, ganz genau, du sagst, es geht um Sabine und nicht um den Tod von Papa. Herr Osterhof, ich glaube auch, dass Sabine Riebholt der Grund für diese Explosion ist, ne? Die da stattgefunden hat. Ich verstehe nicht. Sie glauben, dass Nathalie aus Eifersucht? Nee, gar nicht Nathalie aus Eifersucht. Karin, ihre Ex-Freundin, die ist eifersüchtig. Die hat nämlich dasselbe Motiv, was sie jetzt versuchen, meiner Mandantin dir unterzuschieben. Aber Karin wusste gar nichts von Sabine. Natürlich wusste sie was davon. Ich habe sie doch selber gesagt. Was? Das mag ja sein, aber aus Eifersucht? Das weiß ich nicht. Also, nee. Das trauen Sie ja nicht zu, aber dann erzählen Sie doch bitte mal den Beteiligten hier, was Ihre Ex-Freundin schon alles so auf sich genommen hat, um bei Ihnen zu bleiben, um in Ihrer Nähe zu sein. Gut. Karin hat damals, als ich von Minden nach Köln zu Nathalie gezogen bin, ihren Job hingeschmissen und ist mir hinterher. Mhm. Und waren Sie damals noch zusammen? Nein. Ist trotzdem hinter Ihnen her. Das heißt, sie hat alles aufgegeben, sie ist ihm trotzdem gefolgt, obwohl sie nicht mehr zusammen waren und hat dann zufällig an ihrer Schule auch noch einen Job abgekriegt. Karin ist ein bisschen verrückt, das stimmt schon. Aber dass sie einen Versuch manipuliert hat, das traue ich ihr nicht zu. Aber mir traust du das zu? Ich halte ja bestimmt nicht den Kopf hin für deine Ex-Freundin. Das kannst du echt vergessen. Ja, ich würde sagen, wir sprechen mit der Frau Spanning mal selbst. Es sei denn, es gibt noch Fragen an den Herrn Osterhof. Herr Osterhof, dann dürfen Sie hinten Platz nehmen. Karin Sperling, bitte schön, der Zeuge bleibt unvereidigt. Na, ist das blutjunge Gör da draußen etwa deine neue, Jens? Ja, das hier ist wirklich nicht der richtige Ort. Also wie kannst du mir das nur antun? Sag mir das mal. Nur weil wir eine Beziehungspause eingelegt haben. Wir haben keine Beziehungspause, unsere Beziehungspause. Frau Sperling, das ist ein Gerichtssaal. Ja. Weil Sie es nicht bemerkt haben, ja? Und Ihre ganzen Beziehungsprobleme oder Ex-Beziehungsprobleme können Sie später regeln, können Sie später besprechen. Ja. Jetzt würde ich ganz gern mit Ihnen sprechen, ja? Also es ist nicht der Zeitpunkt und auch vor allem nicht der Ort für Privatangelegenheiten. Ja. Wir kommen jetzt erstmal zu Ihrem Personal, zunächst zur Belehrung allerdings, dass Sie hier die Wahrheit sagen müssen. Ja? Sie heißen Karin Sperling, 31 Jahre alt, Sie wohnen in Köln, Sie sind ledig, Sie sind Bürokauffrau. Verwandt oder verschwägert mit Angeklagten sind Sie nicht. Ich muss Sie rein vorsorglich noch belehren, dass Sie auf alle Fragen hier auch nicht antworten müssen, wenn Sie sich vielleicht selbst belasten könnten, doch eine wahrheitsgemäße Antwort. Ja? Mit jeder Falschaussage natürlich würden Sie sich strafbar machen. Wir haben bereits gehört, dass Sie inzwischen Sekretärin am Martinus-Gymnasium in Köln sind. Was haben Sie denn an dem 15. März zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr beobachtet? Ja, also an dem Vormittag, es war gerade große Pause, war ich auf den Schulgängen unterwegs. Mhm. Und habe da eben den Studienrat Mündorf gesucht. Wo waren Sie da genau unterwegs im Schulgebäude? Ja, das war so im Bereich der ganzen naturwissenschaftlichen Räume, der Physik- und Chemieräume eben. Ja. Und wen haben Sie da gesehen? Die Angeklagte. Wo haben Sie die genau gesehen? Ja, sie kam aus dem Chemiesaal raus. Und Sie sind sich absolut sicher, dass Sie meine Mandantin da gesehen haben, ja? Ja, natürlich. Das stimmt überhaupt nicht. Was redest du denn hier? Nathalie, was soll das denn? Du willst mich doch nur hier hinhängen, weil du mich hasst und weil du weißt, dass ich das doch jetzt nicht. Das kann jetzt überhaupt nicht dein Ernst sein. Wie redest du mit mir? Der Jens Osterhoff, der ist doch wegen seiner Nichte Nathalie damals aus Minden weggezogen, ne? Wo Sie auch gewohnt haben. Ja. Wie fanden Sie ihn das? Naja, ich fand's nicht so toll, aber... Jetzt wohnen wir ja wieder in einer Stadt. Richtig, das haben Sie jetzt wieder hinbekommen. Sie haben das Ganze, Ihr eigenes Leben auf den Kopf gestellt, sind ihm hinterhergezogen. Und jetzt kommen Sie da an und auf einmal merken Sie, dass Ihr Geliebter mit der besten Freundin meiner Mandantin zusammen ist.
Ja, aber das muss doch ganz schön enttäuschend sein. Ja, aber das habe ich bis zu dem Anschlag eben nicht gewusst. Ich wusste nicht, dass Jens eine neue hat. Und schon recht nicht wusste ich, dass es auch noch eine Freundin von Natalie ist. Das ist gar nicht wahr. Ich habe es dir doch selber erzählt. Noch eine Woche, bevor meinem Onkel alles um die Ohren geflogen ist. Und du bist total ausgerastet. Das stimmt doch überhaupt nicht, Natalie. Ich habe davon nichts gewusst. Eine 18-jährige Schülerin. Das ist doch sowieso keine Konkurrenz für mich. Da kann ich nur drüber lachen. Bei dem Auftritt, den Sie hier beim Reinkommen hingelegt haben, glauben wir Ihnen aber nicht, dass Sie nur darüber lachen können. Da war es nämlich noch eine 18-jährige Göre. Ja, jetzt hören Sie mir mal gut zu. Ich liebe Jens, ja? Wir gehören zusammen und wir kommen auch wieder zusammen. Und worauf wollen Sie überhaupt hinaus? Vielleicht darf ich mich da mal einmischen. Zur Liebe gehören einfach zwei Menschen. Und ich befürchte fast, der Herr Osthoff sieht es ein bisschen anders als Sie. Karin, bitte hör endlich damit auf, dass wir beide zusammengehören. Ich liebe Sabine. Ja, du liebst eine Schülerin. Eine 18-Jährige. Sie ist aber in einer anderen Schule als ich. So. Das Thema würde ich jetzt ganz gerne mal ein für alle Mal hier im Gerichtssaal beenden. Sehr schön. Es gibt ein ganz anderes Thema, ja, warum ich Sie auch hier natürlich geladen habe. Als Sekretärin kriegen Sie doch auch mit, na, sagen wir mal, wie beliebt oder unbeliebt die einzelnen Lehrer sind, oder? Ja, natürlich. Der Jens ist nicht bei allen gleich beliebt, wenn Sie das meinen. Genau das meine ich. Wissen Sie denn, ob der Herr Osthoff speziell mit irgendwelchen Schülern Probleme hat? Ja, also ganz konkret fällt mir der eine ein und das ist der Michael Kaiser. Mhm. Also der hat einen totalen Brass auf den Jens. Und also der Osterhof, der ist total ungerecht und der hat echt Spaß dran, wenn er uns das Leben versauen kann. Sowas und noch viel Schlimmeres hat man also schon von Michael gehört. Der Michael war es doch auch nicht. Die Karin war es und die so eifersüchtig war. Also das höre ich mir jetzt hier wirklich nicht mehr an. Das ist totaler Quatsch. Jetzt sprechen wir mal mit dieser Sabine. Gibt es denn noch Fragen? Keine. Die Zeugin Sabine Rippold, bitte schön. Sie bleiben unvereidigt und dürfen bitte hinten Platz nehmen. Frau Rippold, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte Ihren Platz. Sie wissen, dass Sie als Zeugin hier natürlich die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Ja. Sie heißen Sabine Rippold, 18 Jahre alt. Sie wohnen in Köln. Sie sind ledig, Schülerin und mit der Angeklagten weder verwandt noch verschwägert. Ja, das ist richtig. Aber Sie sind gut befreundet mit der Angeklagten. Ja, wir haben jahrelang zusammen Volleyball gespielt, aber jetzt sind wir nicht mehr befreundet. Ja, und wieso? Du weißt auch ganz genau, warum. Mann, Natalie, ich kann da auch nichts dafür. Wir haben uns halt verliebt. Also kann man sagen, Ihre Freundschaft zu Natalie ist an der Beziehung zu Jens Osterhof gescheitert, oder? Ja. Zerbrochen. Ja, je besser ich mich mit Jens verstanden habe, desto ätzender ist Natalie zu mir geworden. Ja, weil ich es ekelig finde. Du warst meine beste Freundin, du bist gerade mal 18 Jahre alt und bist mit so einem alten Kerl zusammen. Also Natalie. Ich habe keinen Bock, mich da ständig für rechtfertigen zu müssen. Wir lieben uns, kapierst du das eigentlich nicht? War das einzige Problem immer dieser Altersunterschied oder gab es noch mehr, was Ihre Freundin Ihnen da vorgeworfen hat? Ja, Natalie dachte, ich würde mich von Jens aushalten lassen. Und war's so? Nein, natürlich nicht. Ich habe mein eigenes Geld. Ich gehe in Ferien arbeiten und ich kriege mein Taschengeld. Ich komme ganz gut mit meiner Kohle klar. Ich brauche mich nicht aushalten zu lassen. Und der Trip nach Paris, den konntest du auch von deinem Taschengeld bezahlen. In Paris, da war er mit mir auch. Was ist denn da mit Paris? Ja, Jens und ich, wir sind übers Wochenende halt nach Paris gefahren und Natalie war auf 180 deswegen. Weil sie dachte, dass ich das von Jens alles bezahlt gekriegt hätte. Warum genau war Natalie auf 180? Ja, sie dachte halt, dass Jens das von dem Geld bezahlt hätte, was sie von ihrem Vater geerbt hat. Genau, und war es so? Nein, natürlich nicht. Ich habe alles selber bezahlt und Jens legt wirklich großen Wert darauf, dass das Geld für Natalie ist. Sobald Natalie 18 ist, wird sie jeden einzelnen Cent davon bekommen. Sie haben sich ja, bevor Sie mit dem Jens Osthoff zusammengekommen sind, sehr gut mit Natalie verstanden. Ja, haben Sie denn mit ihr auch über den Tod Ihres Vaters gesprochen? Ja. Und was hat sie denn da so gesagt? Hat sie mal irgendwie was erwähnt, dass sie ihren Onkel für diesen Tod verantwortlich macht? Ja, das nicht. Das klingt irgendwie nach einem Aber. Ja, ein paar Tage vor dem Anschlag, da ist Natalie total ausgerastet. Sie hat kein Wort mehr mit Jens gesprochen und ja, sie hat immer nur gesagt, dass er ihr das büßen wird. Was hat sie damit gemeint, wissen Sie das? Nein, mir hat sie auch nicht mehr wirklich gesprochen. Gibt es denn sonst irgendjemand anders, der mit ihrem Freund Ärger hat? Vielleicht von der Schule? Ja, anscheinend diese Karin und ja, in der Schule gab es wohl ab und an mal Stress mit so einem Schüler.